Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Politik findet ja nicht nur im Formulieren von Zielen und Visionen statt. Und ich denke, darüber haben wir heute auch sehr viel gehört. Und wir sind uns auch in vielen Zielen, denke ich, sehr einig. Sondern Politik findet auch sehr konkret statt. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen Bilanz ziehen nach vielen Diskussionen, die ich vor allem mit den Kollegen und Kolleginnen von den Grünen hier im Plenum des Deutschen Bundestags, aber auch im Wirtschaftsausschuss, aber auch bei vielen Veranstaltungen geführt habe. Und da möchte ich ein bisschen Bilanz ziehen und vielleicht auch mal so ein paar Sachen klarstellen. Wir, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion und die Bundesregierung unter Führung unserer Bundeskanzlerin, haben die Energieeffizienz immer als zweite Säule der Energiewende verstanden und auch danach gehandelt. Wir haben alleine für die Jahre 2016 bis 2020 rund 17 Milliarden Euro für Energieeinspar- und Energieeffizienzprogramme zur Verfügung gestellt. Und wir haben in den letzten Jahren einen riesigen Strauß an Initiativen und Impulsen auf den Weg gebracht. Und dennoch stehe ich heute hier und muss mir anhören, dass wir in vielen immer noch nicht genug machen. Das heißt, ich denke, wir haben schon irgendwie auch hier ein bisschen Wahlkampf. Deswegen möchte ich heute mal ganz konkret nochmal, da wir der ja auf der Tagesordnung steht, auf den Antrag der Grünen zum Sprechen zu kommen zum Thema Wärme. Ich habe bereits bei der ersten Beratung Ihres Antrags betont, dass ich Ihrem Ziel einer nachhaltigen und auch sozial gerechten Wärme durchaus zustimme. Aber es macht mich wirklich langsam ein bisschen ärgerlich, dass Sie beim Klimaschutz und auch bei der Förderung der Energieeffizienz prinzipiell den Ansatz verfolgen, alles oder nichts, schwarz oder weiß, gut oder böse. Und politisch umgesetzt heißt das dann, umfangreiche Förderung mit Mitnahmeeffekten für die Guten und für die Bösen ein Verbot. So können Sie auf lange Sicht, aus meiner Sicht zumindest, keine Politik machen. Mir fehlt da jeglicher Realitätssinn. Deswegen möchte ich mal einige Ihrer Forderungen mir ganz konkret anschauen. Sie wollen mehr Geld für energetische Sanierung, um genau so zu sein. Sie wollen 7 Milliarden und würden damit die jetzigen Mittel verdoppeln, obwohl diese Gelder in den letzten Jahren schon gar nicht abgeflossen sind. Warum soll ich diese Mittel dann verdoppeln? Das leuchtet mir nicht ein. Sie wollen CO2 stärker als Steuerungsgröße verankern. Ich denke, das kann auch ein richtiger Ansatz sein. Darüber lassen wir auch durchaus mit uns diskutieren. Wenn CO2 volkswirtschaftlich für alle Sektoren einen Preis hätte, hätten wir ein einheitliches marktwirtschaftliches Instrument, durch das sich die CO2-ärmste Technologie aufgrund ihres Preises auch durchsetzen könnte. Aber für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, gibt es eben Technologien, die in dieser Marktwirtschaft nicht mitmachen sollen, wie zum Beispiel auf fossilen Rohstoffen basierende Heizungsanlagen. Sie wollen eine erneuerbare Pflicht im Gebäudebereich und laufen damit Gefahr, die negativen Erfahrungen aus Baden-Württemberg aufs gesamte Bundesgebiet zu übertragen. Außerdem denke ich, sollte man auch seine Vorhaben immer zu Ende denken. Nehmen Sie zum Beispiel das Thema Batterie, die ja nach Ihren Plänen im großen Umfang als Speicher in den Heizungskellern benötigt würden und deren Herstellung noch unglaublich viel CO2 verbraucht. Hier muss eine ordentliche Bilanz her oder, wie Sie immer fordern, der ökologische Rucksack muss geschnürt werden. Was wir aber auf alle Fälle brauchen, und ich glaube, da müssen wir uns einig sein, wir brauchen noch viel Forschung und Entwicklung auf diesen Feldern. Nach all dem, was wir in den letzten Jahren bei der Energiewende angeregt und initiiert haben, stehen wir heute offenkundig in manchen Bereichen vor Zielkonflikten. Wo wollen wir hin? Wollen wir vor allem CO2 einsparen oder wollen wir die Erneuerbaren nur um der Erneuerbaren willen fördern? Und die Frage ist, wie können wir das kostengünstig erreichen? Für mich ist ganz klar, dass wir unsere ambitionierten Ziele nur erreichen, wenn wir als Gesetzgeber Rahmenbedingungen schaffen, und das haben wir in dieser Legislaturperiode gemacht, die sehr viel Raum für Innovation und verschiedene Lösungskonzepte lassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir aufgrund des Tempos, in dem neue Technologien entwickelt werden, keine Entscheidungen treffen dürfen, die Lock-in-Effekte nach sich ziehen. Frühzeitige technologische Festlegungen unterbinden nämlich Innovationen und treiben die Kosten langfristig in die Höhe. Wir alle wissen nicht, welche Möglichkeiten uns in ein paar Jahren zur Verfügung stehen. Ist Gas in ein paar Jahren vielleicht ausschließlich grün? Wäre sehr schön. Dann wäre es aber doch sehr schade, wenn die jetzt existierende Infrastruktur bis dahin durch eine falsche Politik Schaden genommen hätte, nur weil heute noch ein fossiler Energieträger da durchfließt. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Energiewende als eine Herausforderung für Wissenschaft und Forschung verstehen müssen. Und die Politik muss diese Entwicklung bestmöglich flankieren, wie zum Beispiel die durch die heute auch schon in der vorigen Debatte erwähnte steuerliche Absetzbarkeit der Forschung auch in Unternehmen, die hoffentlich dann auch in der nächsten Legislaturperiode tatsächlich kommt. Technologieoffenheit ist für uns in der CDU-CSU-Fraktion ein Muss. Und diese Technologieoffenheit muss auch für fossile Energieträger gelten.
Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, wird einem klar, wir könnten im Sinne des Klimaschutzes auch sehr viel, auch relativ einfach erreichen. Denn 54% der Heizungen in Mehrfamilienhäusern und 50% der Heizungen in Einfamilienhäusern sind 18 Jahre alt oder älter und folglich nicht sehr effizient. Und bei neuen Heizungen werden hier Einsparungen bis zu 30% möglich. Weshalb soll ich das jetzt sozusagen schlagartig verbieten? Das leuchtet mir aus meiner Sicht nicht ein. Es geht doch darum, dass wir insgesamt mehr CO2 einsparen, weil das ist das, eines der entscheidenden Treibhausgase. Und deswegen sind alle Maßnahmen sinnfällig, die dazu beitragen und nicht Maßnahmen, die darauf zielen, dass die Menschen warten, ob es vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren noch eine andere Technologie gibt, die dann so optimal ist, dass sie dann einsetzen. Deswegen ist es aus meiner Sicht kontraproduktiv, die Förderung von eben diesen Heizungsumrüstungen, beispielsweise von alten Gas auf neue Gasheizungen, jetzt einfach abzuwürgen. Und diese Aussage oder diesen Wunsch richte ich auch ganz bewusst an das Bundeswirtschaftsministerium mit Blick auf seine jüngst veröffentlichte neue Förderstrategie. Wir brauchen in Sachen Klimaschutz und Energieeffizienz den größtmöglichen Instrumentenkasten und wir müssen alle Wege nutzen, um CO2 einzusparen. Und deswegen bitte ich auch Sie alle Kollegen ganz herzlich, dass wir in diesem Sinne weitermachen. Lassen Sie uns alle Möglichkeiten nutzen, nicht vielleicht die etwas weniger vollkommenen von heute jetzt schon nutzen, als auf die ganz vollkommenen in der Zukunft warten. Denn das tut, glaube ich, dem Klima auch nicht gut. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ich schließe die